Thank you.
Ja, dann da war ich auch irgendwo woanders. Ich kann mal im Tagebau. War ich da. Oder wieder woanders, keine Ahnung. Jedenfalls wusste ich davon gar nichts. Wie gesagt. Oh, so schön haben die gar nicht mal angesagt. Oh. Das ist gut. Oh. Nico gibt es. Ja. Ich habe bei mir auch noch irgendwo hier zu Hause. Wahrscheinlich noch eingeschweißt. Na, den habe ich ja von Carsten ja zum Geburtstag bekommen. Ja. Den hat er mir ja zum Geburtstag geschenkt. Ja, eigentlich sollte ich den eigentlich schon zu Weihnachten bekommen. Aber daraus wurde ja nichts. Daraus wurde ja nichts. März. März ist aber vorbei, Carsten. Wir haben April. Ja. Wir haben April, Carsten. So, na mal sehen. Hey, Dresden Hauptbahn, dann steig ich schon noch in der Dings um. Also dann nochmal bei Leipzig zu fahren. Ich fahr dann nur mit dem AE3 gemütlich. Wieder in der Heimat. Vielleicht erwische ich da noch ein bisschen was. Boah. Ja, das war ich schon reichlich genug hier in Dresden. Friedrichstadt. Das war heute schon reichlich genug. Boah. Schon reichlich genug heute. Na, genau. Den 015 sogar. Die ja heute komplett anders aussieht. Klar, auch die müssen gucken.
Ah, ja, genau die 015, genau. Naja, aber dafür habe ich, wie gesagt, zu wenig Infos, wie gesagt, wenn die so losmachen, die Kohlependel. Sonst könnte man darüber auch nochmal eine Reportage mal machen. Die Kohlezüge, die fahren ja in der Nacht. In der Nacht fahren die ja. Also das ist keine Chance, wie gesagt, dass du da mal einen zu Gesicht bekommst am Tag. Ja. Ja, da müsste man sich mal in der Nacht mal einstellen. Aber wie gesagt. Moin. Nico sagt Moin. Ach so, wie spät haben wir es denn überhaupt? 21 Minuten. Zeitrück auch, rückt auch langsam näher. Zeit. Rückt auch langsam näher wieder. Naja, klar, genug heute für heute. Geht jetzt noch einen Kaffee noch trinken. DME, was ist denn das? Meißen wahrscheinlich. Meißen, ja, Meißen. Gen Meißen triebet Stall. Ja. Also ist der schon mal eher da wie ich. Ja. Ich werde dann mit dem RE3 dann gemütlich fahren. Das Chemnitz. Dort in der RE6 rein. RE6 rein. Dann mal gucken, bis Geiter hinfahren. Dann weiter nehmen. Muss mal gucken. Naja, also hier kommt ganz bestimmt nichts mehr. Ich glaube mal, hier kann ich einpacken. Also hier kann ich einpacken, wie es aussieht. Es
Highlight ist durch, warum ich hier hingefahren bin. Das war der Dampfsonderzug, der ist durch. Mit ordentlicher Verspätung natürlich. Naja, und den jetzt nochmal in Chemnitz zu fotografieren. Ich glaube mal, ehe ich in Chemnitz bin, ist er schon längst in Chemnitz gewesen. Ja. Oh, das war nicht hier lang. Oh. 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 Das sieht nicht gut aus. Das? Angetreten kommen. Ja, den liegt das an. Das trauen wir der Polizei locker zu. Ja. Wo der Sonderzug hier war, da kam keine Polizei. Ja. Also die hätte da einige gehabt, die sie da hätte bestrafen können. Von hier mal fotografieren. Das ist, warum muss man unbedingt so nah wie möglich an die Lok gehen? Verstehe ich nicht. Das ja. Naja, also ich glaube mal, hier kann ich einpacken. Weil ich komme ein Zimbel kommt bei der S-Bahn. Da. In der Regionalbahn, mit der ich jetzt fahre. Ja, nein, ja. So, in 12 Minuten. Also ich komme mit der Messe in. Ist, können wir für heute gesungen, ja. Ja. War reichlich heute, also. Also, beschweren kann ich mich nicht, wie gesagt. Beschweren. Der endet hier sogar, der Zug. Ah, schön. Der
Edde Zucker hier. Hier einzufangen, das ist das wird nicht so. Ja, also das wäre jetzt wirklich echt dann hier Glückssache, wenn ich den Donner zurück mal irgendwo sehen würde. So. Schon mal irgendwann mal eh noch. Nee, das ist. Die Messe ist ein Dunkel heute hier. Die haben da vielleicht einen Bus, morgen bestimmt Busse. Die beiden freue ich mich, denke ich mal. Am besten möbeln sie da hin. Drei Teil Däumen wollen wir.
kommentieren. Und gar nichts mehr. Aber das Licht an der Elle brennt noch. Die Hoffnung besteht. Sorry. Wir stehen mitten im Weg. Genau.